Willkommen zurück bei Let's Play Harvest Neue Alte Augen. Wir werden einfach mal random das Ganze mit der Oberin benutzen. Oder mit Edna oder mit Garrett. Garrett. Klapp, klapp. Wer ist da? Garrett. Garrett wer? Gerettet werden nur coole Leute. Gerettet werden nur coole Leute. Harvey, bist du es? Edna! Ja, ich bin's. Ich bin wieder der Alte. Nein, nein, nein. Besser noch, ich bin der neue, verbesserte Harvey. Guck mal, ich hab diese neue Schnur. Zieh mal bitte dran, Lilly. Du sollst dir die Furzgeräusche nicht bis nach dem Essen aufsparen. Na, ob das eine Verbesserung ist? Du hast ja noch nicht nach dem Essen angezogen. Ach, Harvey, du bist wirklich wieder ganz der Alte. Claro, clarissimo. Aber du wirkst ein bisschen eingerostet. Hast du einen neuen Hut? Ich bin gefesselt, Harvey. Ach so. Ich muss sagen. Wann regst du dich über solche Kleinigkeiten auf? Da sind wir doch nun wirklich schon mit Schlimmerem fertig geworden. Eben, also hilf Lilly uns hier rauszuholen, okay? Sie ist wirklich, ich muss wirklich sagen. Sie ist meine beste Freundin. Ha, hättest du wohl gern. Lilly ist nämlich meine beste Freundin. Ach so. Ich finde das so cool. Habt ihr es bald? Wenn es euch nichts ausmacht, sollten wir Lilly hier lieber einen Weg nach draußen finden lassen. Bevor der Doktor wiederkommt. Bevor der Doktor wiederkommt? Ja, ja, schon gut. Also, was ich sagen wollte. Das Spiel hat echt viele Jokes am Ende. Und ich weiß, dass wir fast am Ende sind. Hallo, Oberin. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Konnte Lilly der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Wow. What the? Hey Lilly, du auch hier. Cool. Was ist das? So eine Art Kampf? Ja. Weniger reden, mehr kämpfen. Die Harveys gegen die Harvey-Dämonen. Ja. Hallo Mr. Tutorial. Jetzt seid ihr am Zug. Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite. Danach die Aktion aus der Liste unten links. Und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht! Die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen. Ja, dann gucken wir mal. Jeder Harvey kann da irgendwas machen. Und zwar Angriff, Magie, Combo und nochmal Combo. Rauschzustand lässt einen HW dreimal handeln oder Schussattacke mega drauf, weil er trifft bis zu 5 Gegnern. Na weh, das ist gut. Magie motiviert den HW nochmal zu handeln. Ich versuche das mal mit dieser Combo. Mega Dauerfeuer. Wähle das erste Opfer. Spinne. Schneemann. PC. Rache. Wendigo. Wieder 2 Schaden. Sehr gut. Der Schneemann schützt seine Kamera. Weniger. Ja, Feuer-HW. Kombo. Laserschwert macht mehr Schaden. Megabrand. Was kann das Laserschwert? Ja, dann Schneemann schützt Gegner, oder? Oder schützt sich selber. Nein, er hat schon gehandelt. Ich will... Was war jetzt? Achso, er hat den Wendigo geschützt. Ah, scheiße. Das ist blöd. Alkohol habe ich. Megabrand. Ja. Achso, kann ich nicht mehr. Das kann ich auch nicht mehr. Was schon benutzt war. Heilt einen Harvey. Sehr gut.
So, ich greife einfach mal an. Den Drachen. Es kann Lügen habe, er kann Combo mit dem hier. Lässt zweimal seine Mitspieler angreifen. Ja! Sehr gut. Ich will, dass der Jin seinen Drachen angreift. Oh, zwei Gegner. Sehr gut. Wow. Ich will heilen. Ich will diesen habe ich heilen. Yeah, wow, das hält wirklich viel. Dann will ich das Laserschwert benutzen. Aber diesmal will ich, dass es auch funktioniert. Auf den Drachen. Wow, 6 Schaden. Das ist echt stark. Ich bin ja Schütze der Verbündeten, aber wen? Ich hab's wirklich nicht gesehen. Okay, egal. Mega Dauerfeuer. Was? Die Schiene hat jetzt alles abgewehrt. Wow. Okay. Ich muss die Spinne vernichten. Oh. Also ich habe noch einen. Das kann der schützt einen HB per Schallmauer. Ja, ich schütze meinen HB. Meinen Warte HB. Naja gut. Ich fange wieder an mit der Heilen. Und zwar meinen Orte HB. Ich muss jetzt die Spinne vernichten. Laserschwert auf die Spinne. Ich will eigentlich. Warte mal. Schütz bis zu 3 Harveys. Mega Dauerfeuer. Yeah. Kann ich jetzt eigentlich. Moment mal, ich könnte doch mit dem Lügen habe eigentlich. Bringt einen Gegner dazu, kurz für dich zu kämpfen. Okay. Ich möchte eigentlich diesen HB benutzen, dass er öfters einer von mir handeln kann und alle meine HBs hochheilen. Das kann der, oder? Schütz bis zu 3 HBs, Magie. Schütz den HB bei Schallmauer. Combo. Also kann ich nicht. Magie. Angriff. Spinnen. Ein HB kann andere HBs öfters Schusstag mit doppelten Schaden. Cool. Was kann der sonst? Die Combo. Moment mal. Lässt einen HB dreimal handeln. Ich will aber den HB dreimal handeln lassen. Spinne schützt Verbündete, ja. Schützt für Schussattacken. Stimme schützt vor allem vor Hitzattacken. Ja! Aber diese Rausch habe! Megabrand heizt bis zu 5 Gegnern ein. Nein! Magie heilt einen HB. Egal. Heilen! Ein Orte HB. Das ist echt gut. Orte HB kann Mega Dauerfeuer. So, das Laserschwert. Oh, es wird 5 Leben abgehört. Oh, das ist nicht gut. Aber ich kann die Spinne vernichten. Yes, Spinne down. So. Ich mache dasselbe wie vorhin. Ich will, dass der öfters handeln kann. Damit ich meine HBs aufheilen kann. Was macht ihr? Keine Ahnung. Magie auf den Lügen HB. So. Laserschwert auf. Gott, wer kann da heilen? Der kann, glaube ich, heilen. Ja. Ich zerstöre den jetzt einfach mal.
kann den Baum machen. Boah, ich muss auf meine Lebenspunkte aufpassen. Gut. Ah, die Combo. Auf ihn selbst wieder. Zumindest sich mal heilen. Und er muss so viel heilen. Ach egal, mach mal AOE Damage fett rein. Das nervt. Ja genau. Oh. Ein Harvey ist tot. Laserschwert. Ach, kann ich nicht. Wie habe ich jetzt noch? Ich habe noch 3 Harveys diese Runde. Was kann der? Ja, das ist ja nicht ganz gut. Was kann der? Dieser Schritt, ja. Okay, Justitia heilt er. Hören habe. Ich muss Justitia töten. Dann bin ich gleich mal mit dem Laserschwert. Auf Justitia. Und... Wer macht da doppelten Nahkampfschaden? Er selber vielleicht? Nein. Ah, ja. Kann ich dann... Ja. Das heißt, er kann nochmal handeln. Er hat auch Feuerattack auf 2 Gegner. Ah, ich wollte Justitia. Nein. Egal, ich darf nochmal. Double Kill. So, Lügen habe ich. Was machst du jetzt? Propaganda! Nein. Ja, egal. Okay, was ist jetzt passiert? das Laserschwert auf den Schneemann. So. Was habe ich noch anzubieten? Ja, er soll einfach 3-mal handeln. Oh. Warte mal, das mit dem Blockieren möchte ich gleich mal machen. Okay. Down. So, ich habe noch diesen Harvey und der killt den jetzt. Boah, okay, das war eine schwere Geburt. Nein, das kann nicht sein. Du verfluchter Hase. Du solltest doch aufpassen, dass sie sich an die Regeln hält. Sie kann hier doch nicht einfach tun und lassen, was sie will. Doch, kann ich. Randale! Jammer nur, du alte Hexe. Du bist trotzdem down. Ich hab
dich gekillt mit meinen Hachweis. Dim, dim. Und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will mit dem Schiedsrichter habe. Und damit hätten wir alle Verbote aufgehoben. Nun geht es doch dann Marcel hoffentlich an den Kragen. Joa. Die Blockaden der Oberin waren beseitigt. Hatte Lilly einen Fehler gemacht? War die Oberin jetzt wieder so streng und bösartig wie zuvor? Doch noch als Lilly das dachte, begann die Oberin bitterlich zu weinen. Danke, Lilly. Ich hatte ganz vergessen, was es heißt, ein Kind zu sein. All diese ungerechten Regeln. All diese Verbote. Oh, Lilly, was habe ich euch nur angetan? Bravo, Lilly. Wir haben sie da, wo wir sie haben wollten. Jetzt nimm ihr das Messer ab, damit du uns endlich losschneiden kannst. Ja, aber das machen wir erst im nächsten Part von Harvest Moon. Schaltet wieder ein. Das große Finale steht bald an. Vielleicht sogar schon im nächsten Part. Wir werden es sehen. Bis dann.